Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und in dieser kleinen Videoserie wollen wir ein bisschen Gold raushauen. Wie schon in den letzten Folgen habe ich vor, das Auktionshaus wieder ein bisschen durchzuscannen, mir einiges an Timok rauszukaufen und mal gucken, was sich da so zusammensummiert. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir in so 7 Tagen 2 Millionen rausgepfeffert. Mal gucken, ob es jetzt noch so viel Schnäppchen im Auktionshaus zu schießen gibt. Und dazu bin ich auf insgesamt 7 Servern unterwegs. Da habe ich mir jeweils ein halbes Goldcap rüber getradet quasi, um da ein bisschen shoppen zu gehen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Wir fangen an hier auf meinem Main-Server in Anführungszeichen. Da habe ich zwar nur einen Char, aber da ist im Moment mein Main hier auf Blackmoor. Und da habe ich das Auktionshaus schon durchgescannt. Und ich habe das mega Schnäppchen gesehen. Ihr seht hier, eigentlich günstige Lederteile habe ich keine mehr, weil an Leder bin ich schon eine Weile dran. Aber hier sind die Seebärenstiefel der Unvergänglichkeit. Die sind für 16 Gold drin. Um euch das zu erklären, dieses Item kriegt man aus dieser Angelkugel raus. Diesem Ozean, den man aufstellen kann. Und da kann man ewig rein angeln. Also das ist ein richtig seltenes Ding, das ist hier einfach für 16 Gold drin. Ich kann euch mal zeigen, ich habe das mal hier im Undermine Journal rausgesucht, wie viele im Moment in der kompletten EU drin sind. Und zwar, das sind 2 Stück. Eins ist drin für 99.000 Gold und das andere ist drin für 2.800.000 irgendwas Tausend. Ne? Also ihr seht, ja, im Normalfall, ich habe ein paar Mal schon nach diesem Item gesucht gehabt und habe es dann irgendwann ein bisschen aus den Augen verloren. Es war eigentlich immer für über 1 Million drin, also selbst das hier für 99.000 ist schon günstig, ja. Ja, und ich habe es jetzt halt einfach für 16 Gold hier drin. Ich habe es mir auch direkt gekauft, ne, ich habe da jetzt nicht gewartet, weil das Schnäppchen wollte ich mir nicht wegschießen lassen. Also, ich hätte für das Ding auch 100.000 gezahlt, ich sag's euch ganz ehrlich. Aber 16 Gold ist natürlich besser, ne. Gut, das ist schon mal das Erste, was wir haben. Das habe ich mir auch direkt schon hier im Postkasten geholt. Der Rest, ihr wisst vielleicht aus den letzten Dingern, diese Ingi-Items, die ignoriere ich jetzt erstmal, weil man braucht Ingi, um die anlegen zu können, um dementsprechend das T-Mog zu kriegen. Und ich habe hier auf dem Server kein Ingi. Dann haben wir hier Castle Nafria, ein Level 60er Item. Ich habe auch keinen Level 60er Stoffchar auf dem Server, aber ich habe ein paar Testchars mir gebastelt und kann dieses Platten-Item tatsächlich lernen. Das ist eins aus MOP, Worldbeutel 25.000. Können wir machen, würde ich mal sagen. Ist einmal eingetütet. So, dann haben wir hier die beiden Sachen. Diesmal runden wir ab, würde ich sagen, auf 25.000, die wir hier einmal ausgegeben haben. Das muss ich dann noch weiterschicken auf einen von meinen schönen Chars. Wie habe ich den genannt? Ich glaube, Tela Platte. Das sind meine Testchars, wo ich dann die T-Mog-Sachen lernen kann. Das machen wir jetzt einmal so. Dann tragen wir das einmal ein. Hier sind wir auf Blackmoor. Und zwar 25.000 Gold haben wir da gezahlt. Dann habe ich auch schon gescannt auf einem weiteren Server. Und zwar hier ist das Antonidas. Und da sind irgendwie ein Haufen weiße Dinger drin, die man nicht lernen kann. Hier haben wir ein paar Ingi-Sachen. Ingi, 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 Ingi. Ingi, 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 Ingi. Und was haben wir hier? Hier haben wir ein Item aus Uldir-Platte. Das wird gekauft für 20.000. Ingi, irgend so ein weißes Ding. Nochmal Ingi. Und das ist ein Craft-Item. Da bin ich so ein bisschen hin und her noch am Überlegen. Das kann ich mir theoretisch selber craften mit einem Schneider. Da muss ich bloß gucken, ob ich das günstiger craften kann, als das hier im Auktionshaus ist. Das ist auch ein Craft-Item. Ja, und was ist das hier? Das ist von einem Händler. Nee, das kaufen wir auch nicht. Gut, nee, dann sind wir hier durch. Einmal einen Teil für 20.000 aus hier Uldir. Das würde ich sagen, tragen wir auch gleich noch ein hier auf Antonidas. 20.000. Sodala, dann habe ich jetzt hier auch auf Erida mal gescannt. Hier sieht es aber leider ein wenig schlecht aus. Hier haben wir noch ein paar weiße Sachen, ein bisschen Ingi-Stuff und dann geht es jetzt halt hier schon über die 30.000-Marke. Das 30.000 ist etwa so die Marke, in der ich Moment, stopp, T-Mog zu kaufen. Vielleicht, ne, wenn ich zu wenig finde, werde ich die in Zukunft hochschieben, aber jetzt gucken wir erstmal, was wir innerhalb von so einer Woche zusammenkriegen. Also Erida war eine Nullnummer. Jetzt gucken wir mal hier noch auf Ekwin. Da sind eh nur 92 Items drin, die ich overall noch kaufen könnte. Und da geht es schon mit 21.000 los. Dann sind wir direkt beim zweiten schon bei 30.000 Ingi-Item, Ingi, Ingi, Ingi. Und dann sind wir hier bei dem Juve-Item schon bei 33. Sprich, die beiden Server waren jetzt hier leider eine Nullnummer. Da können wir 0 eintragen und auf Ekwin auch an der Stelle.
Dann habe ich als nächstes auf Blackhand weitergelockt, aber hier sieht es auch relativ mager aus. Und zwar, wir haben hier ein paar Ingi-Brillen drin, dann wieder hier ein Schneider-Item. Da werde ich jetzt gleich mal gucken, ob ich das selber vielleicht günstiger herstellen kann. Die Eisenschattenzwirnrobe schimpft sich das Ding für 20k. Dann haben wir noch ein paar mehr Ingi-Items, dann wieder hier ein paar Craft-Sachen. Und ja, mehr Schneider-Craft-Sachen, Ingi-Stuff und dann beißt es hier schon wieder aus tatsächlich. Sprich, das ist jetzt nie so interessant, das ganze Zeug hier. Da werden wir uns nichts gönnen. Und auf Lothar haben wir selbige Problematik. Hier haben wir nur zwei Sachen, die unter 30k drin sind. Das sind beides Ingi-Teile. Ich habe hier aber einen Schneider, der fast alle Rezepte hat. Ja? Also ich kann mir hier einiges selber herstellen. Das einzige Problem, was ich hier leider habe, ist, dass ich dementsprechend auf Lothar relativ teure Mattkosten habe. Die meisten Sachen, die ich noch brauche, sind tatsächlich hier im Burning Crusade-Bereich. Und da haben wir halt einfach das Problem, dass diese Herstellkosten immens sind. Ihr seht, zum Beispiel, wenn ich jetzt mir hier diesen Stoff im AH kaufen wollen würde, kostet ein Stoff schon mal 3000 Gold. Ne? Wenn wir das dann mal 20 rechnen, dann sind wir bei 60k, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. Also, ja, da seht ihr, da geht das schon relativ teuer hoch. Und ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, dann craftet ihr euch den Stoff selber. Aber das Zeug kostet halt auch einiges. Ne? Ich kann das zwar ein bisschen günstiger kriegen. Hier ein Urwasser, knappe 500. Hier ein Urleben, 600. Dann bin ich trotzdem bei über 1000 für einen Stoff. Ne? Und bin dann alleine, gut, das hier muss ich, dann habe ich 1200 vielleicht, ne? Mal die 20, habe ich trotzdem gut über 20k alleine für den Stoff und dann das restliche Zeug. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier eventuell günstig herstellen kann. Ich würde mal behaupten, hier diese zum Beispiel, die Schultern, die könnte ich mir günstig herstellen. Den Magiestoff, ich glaube, den kaufe ich mir jetzt aus Maha raus. Den könnte ich wahrscheinlich auch umcraften, aber den kaufen wir jetzt einfach mal für 4 Stück. Dann kaufen wir einmal das Urleben und zwar 6 Stück. Geht auch noch 3000. Was haben wir hier? 2 Stück. Mal gucken, was ich dann overall gezahlt habe. Und das hier stellen wir uns selber her. Ich brauche 2 von diesen Stoffdingern. Heißt, ich brauche nochmal 2 von dem Verzauberten hier. 2 Stück. Dann ein Urwasser. Brauchen wir auch 2. Und vom Urleben brauchen wir dann auch nochmal 2. Und dann gucken wir mal, wie viel wir jetzt für das Ding gezahlt haben. Auf den meisten Servern habe ich, glaube ich, diese Schultern für so, ja, ich würd jetzt mal sagen, so 25k drin. Ich habe es wahrscheinlich ein bisschen günstiger gekriegt, oder? 6k, okay, sind die Mattkosten. Wenn ich mir jetzt nicht verguckt habe, dann war das doch schon mal jetzt eine günstige Geschichte. Craften wir das einmal? Ah, ich brauche einen Mondbrunnen. Okay, wir sehen uns wieder beim Mondbrunnen. So, lala, ich habe hier in Darnassus einen Mondbrunnen aufgetan. Und jetzt kann ich hier mir meine Schultern herstellen. Also wie gesagt, 6k haben wir dafür jetzt ausgegeben. Ist doch durchaus günstiger. Ach, die sind sogar direkt seelengebunden. Ah, die muss ich mir dann eh selber herstellen. Das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Wird beim Aufheben gebunden. Ah, okay, also da komme ich gar nicht drum rum tatsächlich. Sind die alle beim Aufheben gebunden? Ne, das ist beim Anlegen gebunden. Schau mal an. Gut, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir nochmal irgendwas herstelle. Vielleicht was, irgendwas, was noch günstig ist. Hier brauche ich nur ein bisschen Urfeuer. Ein bisschen Faden, das wäre doch auch sicher noch drin. Das wird beim Anlegen gebunden und ist sonst... Holy moly, die wollen hier sonst halt auf dem Server 200.000 Gold haben und im Region Market 99.000 Gold, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, Feuer ist immer ein bisschen teurer tatsächlich, aber geht eigentlich, ne? 9 Uhr Feuer, das kann ich mir eigentlich kaufen. Kostet knappe 5k und der Faden... Den müsste ich bei irgendeinem Schneiderhändler kriegen. Oder, wenn ich vielleicht Glück habe, beim Jack, jetzt schauen wir mal, bei einem von diesen alten Mounts ist das doch bestimmt dabei, dieser Runenfaden. Gucken wir mal, ob wir den da dabei haben. Nein, dann vielleicht beim Tundra-Mammut. Tundra-Mammut. Gucken wir mal, ob es da dabei ist. Sonst muss ich mir so einen Schneiderhändler hier auftun. Aber dann habe ich... Ah, seht ihr, Runenfaden. Easy, da haben wir ihn doch. Dann können wir das vielleicht auch nochmal craften. Bisschen blöd ist es immer, dass es mir hier einmal alle Tabs zumacht, sobald ich einmal das Berufefenster zumache. Ne? Das ist immer ein bisschen nervig. So, wo hatten wir das jetzt? Hier, das Urfeuer muss ich nur aus der Post nehmen. Wo ist der Postkasten? Da haben wir ihn.
Dann hast du es irgendwie nicht so ganz mein Fall, aber hier gibt es einen Mondbrunnen, deswegen werden wir jetzt erstmal hier bleiben. So, da la. Ja gut, das war jetzt eigentlich günstig, das Item, ne? Das haben wir jetzt für knappe 6.000 gebaut. Vielleicht kann ich da noch ein, zwei Sachen craften, die günstig sind. Hier brauche ich halt einen Haufen von dem Stoff, ne? Das wird dann wahrscheinlich immer ein bisschen teurer. Die Netherweber-Seide ist günstig. Das hier braucht nicht sonderlich viel. Ich schau mal, was das Omana kostet. Weil das dunkle Herz, das kriegst du in den ganzen Raids, glaube ich, nachgeschmissen. Also das dürfte nichts kosten. Jetzt schauen wir mal beim Omana. Das geht echt. Kaufen wir mal 8 Omana. Das Herz können wir uns auch noch kaufen. Da brauchen wir 4 Stück von. Und dann kaufen wir jetzt hier noch ein bisschen Stoff ein. Würde sagen, das hier. 3 Stück. Und den hier, den werde ich mir wieder selber craften. Ich brauche 4 von dem Zauberstoff. Das kostet... Ah, passend. Urmana brauchen wir 4 Stück. Und dann brauchen wir noch 4 Uhr Feuer. Kaufen wir das noch. Und dann hier diesen Netherstoff auch 4-mal. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder irgendwas Bestimmtes brauchen, um es craften zu können. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Das ist bei mir nämlich tatsächlich ein bisschen her. Ah, ich muss in den Nethersturm. Ah, ja. Okay, dann werden wir uns mal den Nethersturm begeben. So, während ich jetzt in den Nethersturm geflogen bin, habe ich jetzt auf dem zweiten Account hier noch einmal durchgescannt auf Thrall. Und hier sieht es ähnlich ernüchternd aus. Ihr seht, hier haben wir nicht sonderlich viel Zeug drin. Das Einzige, was hier noch halbwegs erstrebenswert wäre, wären hier Handgelenke, aber die sind erstmal Stufe 60 und 31.000 ist dann auch über dem 30.000-Ziel, was ich mir im Moment noch gesetzt habe. Deswegen würde ich sagen, stellen wir vielleicht ein bisschen mehr mit dem Schneider her. Ein, zwei Teile waren ja schon ganz günstig. Hier im Nethersturm kannst du anscheinend alles mögliche oder kannst du überall den Zauberstoff herstellen, also ich muss nirgends Besonderes hin. Jetzt würde ich erstmal sagen, baue ich mir das eine Teil, was ich hier noch holen wollte und dann crafte ich mir jetzt, wenn ich schon mal in den Nethersturm geflogen bin, alle möglichen Sachen für Zauberstoff und dafür geben wir jetzt einfach oben mal Zauberstoff ein, okay, mit 2 F, so rum und dann schauen wir mal, wie viel wir brauchen. Also wir würden hier brauchen 4, 8, 18, 26, ich werde mich schon was von verzählen, 26, 30, 40, dann 50, 52, 53, 54 und dann 64, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich verzählt habe. Ich sag mal 64, glaube ich, dass ich herstellen muss. Gut. Das sind natürlich dann doch ein Haufen von diesen Mats. Mal schauen, ob so viel im Auktionshaus überhaupt drin ist von dem Zauberstoff. Und die anderen Mats muss ich dann nochmal gucken, aber ich kann es ja schon mal herstellen. Und dann schauen wir mal. Ja gut, wir haben Urfeuer sind 43 drin und Urmana sind 100 irgendwas drin. Jetzt schaue ich mal, wie viel Urfeuer günstig drin ist. Okay. Ich mache mal so einen kleinen Trick, weil ich ja bestimmt nochmal was holen wollen würde. Lassen wir mal 1 oder 2 drin. Sagen wir mal, ich kaufe mir 38, dass dann vielleicht jemand nochmal was Günstiges einstellen kann. Und ich könnte auch nach Feuerpartikeln gucken. Feuerpartikel, da sind 35 drin für 1 Gold. 100 irgendwas brauchst du 10. Ja gut, das ist dann ganz schön teuer, ne? Das kostet dann über 1000. Aber die, na, wo sollen wir uns die 7 für 1 Gold kaufen? Komm, wir kaufen die, vielleicht kann ich es irgendwann mal brauchen. Gut, dann kaufe ich mir Urmana auch nochmal 38. Ihr seht schon, das ist halt ein kleiner Server und da sind halt so alte Mats nicht sonderlich viele drin. Aber aus dem Zeug können wir vielleicht das ein oder andere craften. Und jetzt basteln wir erstmal den Zauberstoff halt. Ich brauche den magierfüllten Dingsterbumsterstoff. Ich muss mal gucken, ob das günstiger wäre, wenn ich mir den selber crafte. Aber ich brauche 2 Arkanen. Naja, das wäre wahrscheinlich günstiger, wenn ich mir den selber baue. Davon brauche ich dann auch ein bisschen was. Und zwar, weil ich kann mir gleich ein bisschen mehr herstellen. Da muss ich gar nicht genau rechnen. Kaufen wir mal da mal 200. So viel ist gar nicht drin. Da schlägt das wieder zu. Okay, never mind. Wir kaufen doch die fertigen Dinger. Hilft leider nichts. Kaufen wir hier 38 Stück. Ich hätte es jetzt ein bisschen günstiger über den Staub holen wollen, aber da ist halt nicht mehr genug Staub drin, ne, dass wir die umcraften können. Das ist doch ein wenig bitter. So, und jetzt müssen wir mal gucken. 38 Dinger kann ich herstellen. Was ich da am besten baue, also was Arkanen oder dieses Ding kostet, wo haben wir es denn hier, diese Uhr macht, da
muss ich mal gucken, weil das ist ziemlich teuer. Eine Uhr Macht kostet mich hier 10.000. Ich habe zwar einen Char, wo ich das umcraften kann, aber wir haben ja kein Urfeuer mehr im Auktionshaus. Und dementsprechend ist das auch schon wieder schwierig halt. Ich wollte das Zeug hier herstellen. Also das fällt schon mal raus, aber wir können mal unten anfangen, da waren ja ein paar günstige. Hier brauche ich halt auch noch den anderen Stoff. Okay, das ist schlecht, da brauche ich auch den anderen Stoff für. Da brauche ich Urmacht. Das könnten wir herstellen, ne? Da bräuchten wir einfach nur ein bisschen Seide, die scheint ja halbwegs günstig im Ding zu sein. Warum kann ich denn hier nicht alle herstellen? Funktioniert hier anscheinend nicht. Warte mal, wenn ich hier einfach mal 20 mache. Schau mal, ob das geht. So nice, Blizzard. Ich darf jetzt wegen jedem einzelnen Stoff einzeln klicken. Love it. Ich stell die mal her und dann melde ich mich wieder. So, dala, ich habe alles hergestellt und bin auf ein kleines Problem gestoßen. Ich habe einmal die Problematik, dass ich jetzt hier Urmacht brauche. Da brauche ich Urfeuer für, ne? Das hier kann ich herstellen. Da brauche ich bloß ein paar andere Mats. Die kann ich mir eventuell gleich kaufen. Hier brauche ich Schattenstoff. Da brauche ich auch Urfeuer für. Ist ja keins mehr im Aha. Dann brauche ich hier Urfeuer. Ebenfalls blöd. Urfeuer. Ebenfalls blöd. Hier brauche ich Urmacht, da brauche ich auch wieder Urfeuer für. Hier brauche ich Schattenstoff, brauche ich ebenfalls wieder Urfeuer. Da würde ich diesen Urmondstoff brauchen. Da muss ich ja wieder zurück nach Teldrassil. Das kann ich dann vielleicht das nächste Mal wieder machen. Heißt, ich kann mit dem Stoff, den ich jetzt hergestellt habe, zwar noch ein paar Sachen theoretisch machen, aber da es kein Urfeuer mehr im Auktionshaus gibt, schaue ich leider in die Röhre. Jetzt stellen wir das eine Teil her und ich würde sagen, über die nächsten Male gucke ich immer mal wieder ins Aha, kaufe mir so ein bisschen diese Ursachen raus. Hauptsächlich auch das Feuer und versuche mir dann so nach und nach das Zeug zusammen zu craften. Ne? Also das wird der Plan sein. Dann muss ich mir die auch nicht auf irgendwelchen Servern überteuert zusammenkaufen. Da brauche ich halt dann wahrscheinlich einen bisschen längeren Atem, um mir die Sachen zu craften, ne? Weil hier halt im Server nicht immer die Sachen drin sind, zumindest für einen vernünftigen Preis, weil irgendwie 400.000, was dann das nächste Feuer drin ist, das will ich dann nicht ausgeben. Gut, aber wir haben hier wieder drei Schneidersachen gecraftet, ist da auch nicht schlecht. Und einen Haufen von dem Zauberstoff haben wir jetzt auch noch über. Wenn ich den Zauberstoff jetzt nehmen würde für Auktionshauspreise, wäre der 244.000 Gold wert. Insgesamt habe ich es 56.000 ausgegeben. Aber natürlich kriegst du den für den Preis nie verkauft. Oder halt im, ne, wird es ewig dauern. Aber den werde ich nicht verkaufen, sondern den haue ich mir auf die Bank und dann craften wir dann die nächsten Tage vielleicht noch ein paar Sachen drauf. Jetzt porte ich mich mal hier weg und parallel können wir jetzt mal aufschreiben, 56.000 haben wir hier noch ausgegeben. Auf Lothar 56.000 und dann 0. Ihr seht schon, auf den meisten Servern war es halt nichts. Theoretisch wäre es auf Lothar auch 0 gewesen, aber dann, wenn wir nichts im HA finden, dann craften wir uns halt einfach ein bisschen was. Das ist ja auch schick. Und damit sind wir am ersten Tag jetzt auf einer Endsumme von 101.000 Gold. Nicht sonderlich viel im Gegensatz zu dem, was wir letztens ausgegeben haben, aber das ist halt auch so ein bisschen darin geschuldet, dass ich jetzt so nach und nach die meisten günstigen Sachen zusammengekauft habe. Dann kommen wir zum zweiten Tag und zwar habe ich hier auf Blackmore einmal schon durchgescannt und ja, hier ist irgendwie nicht sonderlich viel Günstiges drin. Wir haben wieder einen Haufen Ingi-Zeug und die altbekannte Flinte ist drin für knappe 30.000. Ich habe mich da heute für entschieden, komm, die kaufen wir einfach mal. 30.000 Gold für die Flinte. Und sonst kann ich eigentlich nicht sonderlich viel mehr hier auf dem Server machen. Ich habe dann auch noch parallel Antonidas durchgescannt. Hier sind zwar wesentlich mehr Items drin, wie ihr seht, auch günstiger, aber es sind alles Ingi-Items. Tutti completi, bis auf ein einziges. Und zwar ist das irgendein Gürtel, den man aber von dem Händler kriegt. Und ich glaube, da werde ich selber mal gucken. Also den kaufe ich nicht für 30.000, den kriege ich wahrscheinlich für wenige Silber beim Händler. Dementsprechend machen wir, seht ihr, Händlerpreis 21 Silber, also da werden wir mal vorbeigucken im Hinterland, hätte ich gesagt. So, ich bin auf dem nächsten Server und zwar auf Equin und ich glaube, hier können wir es relativ kurz machen. Hier sind nur drei Items drin, unter 30.000 Ingi oder weiße Items, die dann quasi eh nichts wert sind. Dann gucken wir mal weiter. Hier auf Erida, da sieht es eigentlich auch nicht sonderlich viel besser aus. Hier haben wir wieder diese weißen Items drin. Ich hoffe, das Addon kriegt die da mal raus, weil das ist ein bisschen nervig. Und dann haben wir auch noch ein paar Ingi-Sachen und hier geht es dann schon über 40, also hier können wir uns auch nichts kaufen. So, da ich ja immer eine Viertelstunde warten muss mit dem Scannen, habe ich mal die Zeit genutzt und bin hier mit meinem Twink einmal ins Hinterland geflogen. Ihr erinnert euch an das Item, das wir da einmal für 30.000 gesehen haben. Hier haben wir den Händler, anscheinend hat er das nicht immer dabei, aber ich habe Glück und wir können das jetzt hier kaufen. Für 1 Gold 7. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie selten das ist. Hier mein Addon sagt mir einen minimalen
sofort Kaufpreis von 1.900.000 irgendwas, 1000 Marktwert auch 1 Million und Region Market Dings sind 100.000 oder fast 200.000 und hier gibt es halt einfach für ein Gold, ne? Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, anscheinend war das eine lange Zeit buggy, das Item war gar nicht beim Händler und jetzt ist es halt nur temporär immer da. Kann jetzt sein, dass ich übelst lucky bin oder dass es alle 20 Minuten nachspawnt, ich weiß es nicht, ne? Auf jeden Fall, das beim Händler geholt, haben wir uns ein bisschen Gold gespart, würde ich mal behaupten. Also, das war jetzt deutlich günstiger, als das im Hard zu kaufen, auch wenn es da nur in Anführungszeichen 30k gewesen wären. So, dann bin ich weiter geswitcht und zwar sind wir jetzt einmal auf Lothar und hier habe ich schon was erworben und zwar habe ich hier ein Item, helle Muster, Hellstoff, Handschuhe heißt das Ganze. Das ist ein removedes Item und hier sind keine Stats dran. Ich habe das heute Nachmittag instant rausgekauft, dass ich das gesehen habe, denn es hat nur 5555 Gold gekostet. Dachte mir, oh, removedes Item, Rezept unter 10k, sofort rauskaufen, gar nicht nachgucken. Ich kann euch sagen, das ist ziemlich gewastet. Ich habe jetzt nämlich gerade nachgeguckt, was das denn für ein Item genau ist, weil es sind keine, ne, also ihr seht, das Item hat nur den Namen und sonst, dass es hier removed ist, gut, das ist vom Addon quasi der Text von All the Things und der Rest ist raus. Das Ding ist, anscheinend kriegt man dieses Rezept mittlerweile von dem Händler und wenn man das Rezept lernt, dann dürfte da nichts passieren. Heißt, das Gold ist wahrscheinlich wirklich gewastet, aber ich sag mal so, um das bin ich mir nicht traurig, bin ich ein bisschen drauf reingefallen, weil ich dachte, ah, das kann ich noch nicht, ne? Zumindest hier, das eine Addon zeigt es an, dass ich noch lernen kann. Jetzt werden wir es nachher gleich mal gucken, ob das funktioniert. Vorher schauen wir einmal hier noch rein im Auktionshaus, was da so drin ist. Wir haben einmal für 21k aus dem Sanktum der Herrschaft Schuhe, Platte. Ich habe einen Max-Level Warrior auf dem Server, deswegen können wir das einmal kaufen. Dann haben wir eine Klinge, die steht hier auch wirklich anscheinend dran, dass es removed ist. Ist aus Burning Crusade ein Item, 30k. Ja, komm, nehmen wir mit. Und ja, dann schauen wir mal, was mit dem Rezept tatsächlich passiert. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gespannt drauf. Nehmen wir die beiden mal raus. Kann ich das? Ach, das ist schon mal. Das eine kann ich gleich lernen. Hexer kann ja Schwerter tragen, zumindest einhändige. Wunderbar, haben wir das Removed. Das müssen wir auf Plattentar schicken. Und wenn wir das jetzt hier versuchen zu lernen. Ja gut, da funktioniert einfach gar nichts. Wisst ihr was? Wir werden das Item wieder ins Auktionshaus schmeißen. Vielleicht finde ich ja irgendeinen anderen Collector, der das mir wieder abkauft. Ich habe jetzt hier ausgegeben 52k plus die 555. Das runden wir jetzt mal auf 57 oder wir runden es besser gesagt ab und tragen das hier schon mal ein. Und dann gucken wir noch auf dem anderen Server, den ich durchgescannt habe. Und zwar ist das hier Black Hand. Und was haben wir hier Schönes drin? Hier haben wir Ingi-Items, dann ein Schneider-Craft-Item, dann haben wir einen Max-Level-Leder-Item. Ich glaube, ich habe hier keinen Max-Level-Leder-Char. Schneider, Schneider, das ist auch Schneider, oder? Schneider. Okay, das sind jetzt eigentlich hier nur Schneider-Sachen, wie ihr seht. Ich würde sagen, da wir jetzt bis jetzt nicht sonderlich viel gekauft haben, werde ich an der Schneider-Front wieder weitermachen. Hier auf Blackhand kaufen wir jetzt erstmal nichts und ich gucke mal, ob ich nochmal ein paar Teile günstig craften kann. Jetzt dachte ich mir gerade, komm, ich schau mal, ob ich hier diese, wie heißen die, Urmondstoff-Dinger bauen kann, ne? Da brauche ich ja einfach nur ein bisschen Urmondstoffteile, Urleben und diese Seide. Dann wollte ich gucken, dass ich das craften kann. Schaue hier rein, nach Urwasser. Es ist halt auf dem kompletten Server kein einziges Urwasser drin. Dann dachte ich mir, ich bin ja nicht blöd, dann schaue ich halt nach Wasserpartikel, ne? Und dann wollte ich die 100 irgendwas hier rauskaufen, dann merke ich, die meisten davon gehören mir selber, weil ich mit dem halt BT gelaufen bin und dann kriegt man ziemlich viele. Und schau mal an, ich habe hier die Wasserpartikel, also die kosten mich schon mal nichts. Warte mal, jetzt suchen wir das mal neu, die Wasserpartikel, oder nehmen die jetzt mal aus dem Briefkasten raus. Dann kann ich vielleicht zumindest ein Teil noch craften, ne? Aber ihr seht hier, das ist ein bisschen ein Hustle, auf dem Server was zu craften. Wenn man es nicht selber farmen will, weil halt hier einfach so wenig im Auktionshaus ist an den alten Mats. Könnt mir gerne mal schreiben, wie es bei euch da auf dem Server aussieht, ob es da ein bisschen besser ist tatsächlich. Aber hier ist das echt ein bisschen eine Qual. Ich müsste fast nach BT reinrennen und da ein paar Runs machen. So, jetzt zumindest ein Teil will ich craften, habe ich mir vorgenommen. Heißt, wir werden jetzt hier das hier einmal bauen, weil Urfeuer müsste ich jetzt auch mal gucken, ob es drin ist, ne? Aber ich vermute nicht. Wir haben jetzt ein paar Wasserpartikel. Jetzt hoffen wir mal, dass Urleben drin ist. Gucken wir mal, ob Lebenspartikel... Lebenspartikel...
die kommen mich auch günstiger, ne? 10 sind dann 200 irgendwas. Ah ja, schau, immer die Partikel kaufen. 600 kostet ein Urleben und so eins kostet mich dann nur 260 Gold. Also um einiges günstiger. Weniger als die Hälfte. Und dann können wir 10 Dinger herstellen. Das Problem an der Geschichte ist, das wird nicht ganz reichen. Weil für das Ding brauche ich ja dann auch nochmal ein bisschen was, ne? Da muss ich dann auch wieder zum Mondbrunnen gehen. Soweit ich das richtig verstanden habe. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier brauchen wir ein bisschen mehr. Da brauchen wir auch ein bisschen mehr als 10. Da brauche ich Urmacht. Und hier, das würde gehen, ne? Also ich könnte die Schuhe einmal herstellen mit 4. Und dann beißt eigentlich ehrlich gesagt schon aus. Ja gut, dann machen wir die Schuhe mal. Gut, ich war jetzt hier mal wieder beim Mondbrunnen, den brauche ich ja, um den Stoff umzucraften. Habe mir den Rest noch gekauft, der war relativ günstig. Die Zauberstoff hatte ich mir ja letztens eh schon gecraftet. Jetzt können wir uns einmal die Schuhe holen. Und, ah ja, die lernen wir auch gleich, perfekt. Und die anderen Sachen sieht es jetzt halt schlecht aus, ne? Da brauche ich halt jetzt jedes Mal hier wieder mehr Urmondstoff. Und, ja, blöderweise habe ich halt nicht genug Wasser hier. Ich könnte es mir natürlich selber farmen, aber... Ja, da muss ich dann lostigern, ne? Ich glaube, wir machen es lieber so, dass ich jetzt hier nochmal die anderen Sachen gucke, ob ich da eventuell noch was bauen kann. Einen Haufen von diesem Zauberstoff habe ich ja noch. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Urfeuer gebraucht. Mal gucken, ob jetzt wieder Urfeuer drin ist. Urfeuer, wahrscheinlich ist es sauteuer. Ja, es ist sauteuer. Ich habe es fast befürchtet. Und sonst ist es wahrscheinlich schwierig, oder? Moment, das muss ich hier mal gucken. Von da noch was drin haben. Nee, da brauchte ich überall Feuer. Das hatten wir ja gestern schon geguckt gehabt. Und diesen Schatten-irgendwas-Stoff hier, da brauche ich, glaube ich, auch Feuer, oder? Ja, da brauchst du auch Feuer. Ja, das ist doch saublöd, ne? Das ist doch saublöd. Nee, dann können wir leider an der Stelle nichts mehr craften. Vielleicht farme ich mir selber mal ein bisschen Feuer oder warte ein bisschen, bis wieder was drin ist. Gut, jetzt müssen wir das, was wir noch plus gemacht haben, beziehungsweise was wir jetzt noch ausgegeben haben, eintragen. Jetzt haben wir hier 56, 200 irgendwas. Diese 5500 rechnen wir noch drauf. Dann sind wir bei, wenn wir es aufrunden, bei 62.000, die wir hier ausgegeben haben. Also das war jetzt nicht sonderlich teuer. Das waren jetzt gerade mal 5.000, was wir für das eine Item gezahlt haben. Das geht easy. Und dann scannen wir hier. Ah ne, ich muss noch warten. Dann sind wir auf dem letzten Server und zwar auf Thrall. Hier habe ich auch schon durchgescannt und dort sind ein paar Sachen, die vielleicht interessant wären. Hier hätte ich ein Platten-Item, aber da muss man Max-Level sein, da habe ich leider noch keinen Max-Level-Char. Mit dem bin ich auf dem besten Weg, seht ihr, den mache ich gerade über Pet Battle so ein bisschen hoch. Das ist immer schon 59. Dann haben wir ein Kettenteil für 22.000, das würde ich mal kaufen. Und dann haben wir noch Stoffschuhe aus dem Brunnen der Ewigkeit. Das ist eine 5-Mann-Inni. Und zwar ist das ein Zonendrop für 30.000. Das kaufe ich auch mal. Das scheint mir jetzt ganz okayisch zu sein. Und dann haben wir hier ausgegeben 52.000. Dann tragen wir das hier noch ein. Und dann sind wir auf 144.000. Ah, okay. So nach und nach geht's nach oben. Jetzt sind wir schon fast auf eine 250.000, die wir rausgehauen haben. Dann kommen wir jetzt zum dritten Tag und zwar habe ich hier schon auf Blackmore gescannt. Da sind sogar ein, zwei Sachen drin, die ja interessant erscheinen. Wir haben hier einmal ein Item aus Castle Nathria. Leider ist es halt Max Level und dementsprechend kann ich es hier auf Blackmore nicht lernen, weil ich nur den Druid hier habe. Dann hätten wir hier ein Item aus Antorus, Kette. Das würde ich sagen, nehmen wir mit, das kann ich auf meine Testchar schicken. Für 25.000, dann haben wir hier eine Taille World Drop aus Warlords of Draenor für 30.000, das würde ich sagen, nehmen wir auch mit. Und dann sind wir zusammen bei, was sagt mein Addon, 54, kommt das hin? Ja, das kommt hin. Nee, das müssen mehr sein, ich habe vorhin noch was verkauft, ne? Dann sind wir bei 55, ne, sind wir. Jetzt muss ich mir einen Postkasten suchen, beziehungsweise nehmen wir gleich raus. Ach, da vorne haben wir einen Postkasten. Hier in Oribos, ne, das ist immer so eine Sache. Die haben zwar mehr Postkasten eingefügt, aber ich bin immer noch am Suchen, ich sag's euch. So, das eine kann ich gleich lernen. Mein Leder-Item, nicht schlecht. Und das andere müssen wir weiterschicken, und zwar zu einem von meinen Testchars, Taylor Jäger. Genau, das können wir gleich machen. Gut, dann tragen wir das schon mal ein. Also hier... Blackmore sind es 55.
dann als nächstes gehen wir mal nach Anto, da habe ich auch schon gescannt. Und hier sind halt extrem viele von diesen Inji-Sachen drin. Ich muss unbedingt jetzt mal Inji mit der ein oder anderen Rüstungsklasse hochskillen und diese ganzen Sachen mehr craften, dass die hier mal raus sind, ne? Dass ich so ein bisschen ein klares Bild habe. Neben den Inji-Sachen haben wir hier auch noch ein paar Schneider-Craft-Sachen, da bin ich ja im Moment auch dran. Und hier haben wir ein Item aus Antorus Mythic, Zonendrop, 25k, das wird einmal gekauft. Und was haben wir dann noch so? Was ist das hier? Ist auch ein Inji-Item. Ja, das war's soweit, oder? Das ist das einzige Ding. Stoffteil. 25 haben wir gesagt. Fast 26. Ja, wir runden oft genug auf. Dann runden wir das ab, würde ich sagen. Sprich auf Anto 25. Sudala, ich habe die nächsten zwei Server durchgescannt. Einmal hier auf Lothar. Hier sieht's leider nach wie vor ein wenig mau aus. Also hier haben wir nichts dabei. Aber vielleicht kann ich mir mit Schneider wieder ein bisschen was herstellen. Mal gucken, ob Mats im AH sind. Und dann habe ich hier auf Egwin noch gescannt. Da sieht's auch relativ mau aus. Aber ein Item haben wir doch dabei. Und zwar hier ein Ketten-Item aus dem Schergrad. Zonendrop für 20k. Das nehmen wir einmal mit, hätte ich gesagt. Dann können wir das einmal eintragen. Also Egwin 20, Lothar im Moment noch 0. Vielleicht kann ich noch was craften. Das müssen wir mal gucken, ob wir da noch was finden. So, dann schauen wir auf den nächsten Servern. Zwischendurch habe ich schon auf Blackhand geschaut. Da war leider nichts Tolles im AH. Jetzt sind wir nochmal auf Ereda. Hier wäre ein Schwert drin, aber leider ist das Max-Level und da habe ich kein Schaf für hier. Und sonst sind wir nur bei Inji-Sachen. Also hier haben wir leider auch nichts. Und dann haben wir noch einmal Shrull und dort hatte ich, glaube ich, was gefunden. Hier für knappe 30k aus der Höllenfeuer-Zitadelle für insgesamt 30.000 knapp. Das würde ich sagen, kaufen wir uns. Und ja, sonst ist da eigentlich auch nicht mehr so viel drin. Ich habe jetzt den halben Abend mit meinem Hexer auf Lothar noch ein bisschen Mats gefarmt, weil ich wollte ja eigentlich da noch ein paar Sachen herstellen, aber ja, auf dem Server ist halt einfach nichts drin. Dunkle Runen, Fehlanzeige, hier dann Teufelsstoff, sind irgendwie 5 drin, ich brauche halt irgendwie 70, also naja, da werde ich jetzt demnächst auch noch was craften draus und mir den restlichen Mats, die denn vielleicht im Auktionshaus sind, mal dazu kaufen, aber so sieht's eher ein wenig mau aus. Item. Tragen wir jetzt mal die Sachen noch ein, hätte ich gesagt. Stoffteil jetzt. Habe ich das jetzt nicht gekriegt? Achso, das habe ich schon weitergeschickt. Okay, dann schauen wir mal jetzt in die Tabelle rein. Also, hier hatten wir 30k, da hatten wir 0 und hier hatten wir auch 0. Und dann sind wir jetzt bei 130 für heute und insgesamt bei 375.000. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu Tag Nummer 4. Ich habe hier schon ein bisschen gescannt auf Lothar. Und ja, wie ihr hier seht, ist da nichts Tolles drin. Da sind gerade mal 3 Items unter 30k. Alles Inji-Sachen. Eventuell werde ich aber später mir noch selber was craften auf Lothar. Das muss ich mal gucken. Und dann habe ich auf Anto auch schon gescannt. Und hier sieht es ein bisschen besser aus, denn ich habe ein Item gefunden, was relativ günstig ist. Wo haben wir es denn hier? Aus Burning Crusade, ein Juve-Item, ein gecraftetes. Das ist sonst drin, immer für 100.000. Hier auf dem Server sogar regionaler Markt wird 300k, hier für 5k drin. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht genau die Mattkosten dafür. Selber kann ich es, glaube ich, noch nicht herstellen. Das werde ich mir, glaube ich, mal kaufen. 5k scheinen da relativ günstig zu sein. Und dann haben wir hier bestimmt noch das ein oder andere drin. Was haben wir hier? Das ist alles Inji, 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 Inji. Das ist auch nochmal ein Craft-Item. Was haben wir hier? Das ist auch nochmal Inji. Da war doch noch irgendwo ein anderes zwischendurch. Ah, hier haben wir es. Und zwar aus Nihalotha Mythisch ist da ein Item drin. Und zwar für Platte für knappe 30k. Ich würde sagen, das nehmen wir auch noch mit. Die zwei Items sind recht gut. Und dann haben wir müssten so um die 25k sein. Ich habe ja hier noch das ein oder andere tatsächlich auch noch ins Auktionshaus eingestellt. Deswegen haben wir da noch ein bisschen was plus. Gut, dann machen wir hier Lothar 0 und Anto waren wir bei 35. Und dann gucken wir mal weiter. So, ich habe noch ein bisschen weiter durchgelockt. Und zwar sind wir jetzt einmal auf Black Hand hier. Und da habe ich nochmal was gefunden. Hier habe ich ein bisschen durchgeschaut. Hier gibt es nämlich die ein oder anderen Sachen. Unter anderem hatte ich hier
das Item, und zwar einmal ein Stoff-Item aus Uldir Mythic für 22.222, bisschen schnapszahlmäßig unterwegs hier. Das können wir einmal kaufen. Dann das Craft-Zeug lasse ich jetzt erstmal liegen. Und dann gucken wir mal weiter. Das hier ist noch ein Kettenteil aus Antoros für 25.000, das können wir nämlich auch noch mitnehmen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Craft-Gedönse. Dann hatte ich hier noch was gesehen, und zwar aus der Kathedrale der Ewigen Nacht im HC und im Mythisch. Zonendrop 25.000-26.000 rum, das können wir auch noch mitnehmen. Und das andere, das ist alles Craft-Zeug. Und dann geht es hier schon mit Ingi weiter, ja gut, dann sind wir durch. Dann haben wir hier auch nochmal 73.000 rausgehauen. Ne, das ist die falsche Tabelle. Die brauchen wir. Wo haben wir es denn? Also, das ist einmal Blackhand, 73.000. Ich habe vorhin noch Equin gescannt gehabt und noch Erida, aber auf beiden Servern war leider nichts drauf. Jetzt haben wir noch Schrull und Blackmore, die wir brauchen. So, da, dann bin ich jetzt als nächstes auf Blackmore unterwegs. Zwischenzeitlich hatte ich Thrall auch noch gescannt, aber da war leider wieder mal nichts drin. Und ja, auf Blackmore habe ich jetzt aber noch ein Item gefunden. Und zwar hier ein removedes Item, was man über Schmiedekunst herstellen kann. Anscheinend kann ich das selber nicht bauen. Und das würde ich sagen, 25.000 nehmen wir einmal mit. Sonst ist hier eigentlich auch nichts drin, die altbekannten Ingi-Sachen. Dann würde ich sagen, schicke ich das dann gleich nochmal auf meinen Twink rüber. Telerjäger passt einmal rum. Und dann haben wir jetzt hier nochmal 25.000, was wir in die Liste eintragen können bei Blackmore. Und dann sind wir zusammen bei 133. Halt, jetzt habe ich das unter den falschen Tag eingetragen. Hier muss ich das eintragen. Und ja, dann sind wir damit nach 4 Tagen bei einer etwa 500.000. Im Moment ist ein bisschen eine niedrige Ausbeute, aber so 100, bisschen über 100.000 am Tag kriegen wir tatsächlich zusammen. So, dala, dann kommen wir zu Tag Nummer 5. Und hier habe ich jetzt schon auf Blackmore einmal durchgescannt. Wir haben hier einmal aus Uldir, aus dem NHC, Stoffhandschuhe für 26.000. Die würde ich einmal kaufen. Und das haben wir dann noch, Burning Crusade, hergestelltes Item und sonst ein bisschen Ingi-Stuff. Gut, das ist dann uninteressant. Dann können wir hier schon mal die Sachen eintragen. 26.000 auf Blackmore. Dann habe ich parallel auf Anto noch gescannt. Und hier sind auch ein Haufen Ingi-Sachen drin. Und ein Item hier für 11.000. Und zwar sind das Armschienen aus dem Schergrad. Das ist ein Zonendrop, den kaufen wir uns auch mal. Und dann gucken wir mal, ist hier noch mehr drin? Was ist denn das? Auch Ingi. Schneider gecraftet, das holen wir uns auch nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Moment. Ein Wattle Voltrop Bogen für 29.000, den würde ich auch noch mitnehmen, hätte ich gesagt. Gut, dann haben wir hier 42.000. Dann tragen wir das noch ein auf Anto. So, hier auf Equin und auf Lothar können wir es kurz machen. Ihr seht, hier ist halt absolut gar nichts drin bis 30.000. Und auf Lothar habe ich auch nochmal gescannt. Und da sieht es genauso aus. 2 Ingi-Items unter 30. Sonst gibt es leider nichts. So, ich habe wieder ein bisschen weiter gelockt. Und zwar sind wir jetzt einmal hier auf Erida. Und hier ist jetzt nicht sonderlich viel drin. Nur 100 Items overall. Und ich habe hier eins gefunden. Eine World-Beute aus WoD. Taille Kette. Kostet genau 30.000. Wie ob es die Person gewusst hätte, dass ich bis dahin zusammenkaufe. Und das nehmen wir einmal raus. Dann haben wir hier zumindest hier schon mal ein Item. Das kann ich dann auch gleich wieder weiterschicken. Zu meinem Hunter, würde ich sagen. Der kann das Kettending nämlich lernen. Und dann würde ich sagen, tragen wir das hier ein. Das ist einmal Erida. Ich habe vorhin auf Blackhand schon gescannt. Da war aber leider auch nichts drin an Items. Sehr, sehr schade. Und dann können wir jetzt hier einmal noch gucken. Da habe ich auch schon gescannt. Und hier ist eigentlich auch nichts Sinniges drin. Ich habe aber was gesehen. Ich denke mir, den Gürtel hier für 20.000 kann ich mir eigentlich auch direkt hier kaufen. Auf Lothar, wo ich das Zeug crafte, ist ja nie Ur Feuer drin. Dann habe ich schon mal eins weniger. Und 20.000 ist noch okayisch, würde ich sagen. Kaufen wir das eine Craft-Item hier raus. Und schicken das noch zu einem Schneider-Char. Ah, oder zu einem Stoff-Char, so rum. Dann kann ich hier gleich wieder ausloggen.
Und dann tragen wir das hier ein. Dann haben wir hier nochmal 20. Und ich würde sagen, ich schaue jetzt nochmal auf Lothar, ob ich nochmal vielleicht irgendwas zusammencraften kann. Eventuell kommen wir darauf noch, das ein oder andere. Gut, ich meinte ja, ich wollte noch ein bisschen was craften. Und zwar habe ich mir die letzten Tage hier im Classic-Bereich schon mal ein bisschen was zusammengefarmt. Und den Rest möchte ich mir jetzt aus Maha rauskaufen. Es geht jetzt hier noch ein paar Transmog-Sachen. Mir fehlen da, glaube ich, 4 oder maximal 5 Items. Und hier auf Lothar war leider oder ist leider relativ wenig bis gar nichts im Auktionshaus, so an so Sondermats. Und deswegen habe ich mir jetzt ein paar Dunkelruhen zusammengefarmt gehabt. Ein bisschen Teufelstoff, ihr seht, ein bisschen ist gut. Ich habe mir 70 Teufelstoff zusammengefarmt, hat ewig gedauert in Düsterbruch. Und dann noch ein bisschen hier so Seide, die musste ich mir auch farmen, weil die auch nicht im Maha war. Wahrscheinlich ist sie jetzt im Maha, oder? Wollte mich eigentlich rollen. Jetzt ist die Seide im Maha und ich habe mir die extra in der anderen Innie im Blackrock gefarmt. Naja gut, ist egal. Auf jeden Fall, die haben wir uns auch gefarmt. Ich denke mal, diese Runenballen, die müsste ich kaufen können. Die kosten auch so gut wie gar nichts. Jetzt mal kurz gucken. Genau, die kann ich einmal kaufen. Könnte ich vielleicht hier noch mehr? Also ich brauche 4, 6 brauche ich. Hier brauche ich auch noch mal welche. Also 10, 20 brauche ich da. Und dort brauchen wir auch noch welche. 32 brauchen wir da. Die könnte ich wahrscheinlich auch selber umwandeln, aber die sind relativ günstig. Also das haben wir schon mal. Dann den Runenfaden kriege ich beim Händler. Ich bräuchte die Essenz des Feuers. Das ist auch recht günstig. Da kaufen wir uns 12. Dann Essenz des Untodes, da brauche ich 11 noch. Da sind zum Glück jetzt auch wieder welche Maha. Ich wollte die heute schon selber farmen, weil letztens, wo ich geguckt habe, war da halt auch nichts drin. Den Runenfaden, wie gesagt, den kriege ich so. Den kann ich bei meinem Mammut, glaube ich, kaufen, soweit ich das noch weiß. Und dann muss ich noch ein bisschen Leder, glaube ich, umwandeln. Aber das gucken wir jetzt gleich nochmal, was ich da brauche. Also da kam jetzt noch nicht viel zusammen, 800 Gold, die ganzen teuren Mats habe ich ja selber schon gefarmt. Ach ja genau, den Runenfaden brauchen wir, wo haben wir es? Oder das Jack müsste es glaube ich auch dabei haben. Schauen wir mal. Nee, das Jack hat es nicht dabei. Dann holen wir mal das Tundra-Mammut raus. Tundra-Mammut ziehen wir uns mal hier irgendwo in die Leiste. Da, die Runen, die brauchen wir eh nicht mehr, das habe ich nur für den Mage Tower gebraucht. Ich meine, das hatte... Ja, seht ihr, wunderbar. Da brauchen wir ja gleich ein paar mehr. Also, das können wir uns schon mal craften. Ach, das ist sogar ein removedes Item, seht ihr? Das ist noch ein Rezept, das ich anscheinend habe aus Classic, weil den habe ich schon ein bisschen länger. Und das ist auch ein seelengebundenes, also das musste ich mir auch selber craften. Das hat 40 von diesem blöden Teufelstoff gekostet. Und der ist hier immer relativ teuer drin, teilweise 300-400 Gold, was der kostet. Und den habe ich mir, wie gesagt, selber gefarmt. Gut, dann haben wir das nächste. Warte mal, das bauen wir am Schluss. Hier haben wir noch eins. Da haben wir noch ein paar Dunkelruhen gebraucht. Und die waren auch nie im Maha, ne? Oder ihr seht, hier für 10.000 Gold oder 35.000 sind die gerade drin. Also absolut abgespackt. Die konntest du einfach hier in den Pestländern, habe ich die gefarmt. Und gut war. Gut, dann haben wir hier noch eins. Hier brauchen wir dann das verzauberte Leder noch. Da brauche ich, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich brauche hier 6 und da nochmal 8, also 10 insgesamt. Da müssen wir mal gucken. Also ich kann das auch so rauskaufen. Sind halt nur 5 drin wieder, ne? Das ist ja typisch, aber das Gute ist, ich kann das selber craften. Jetzt muss ich mal schauen. Das können wir uns rauskopieren, dann müssen wir das nicht eintippen. Genau, ich brauche da ein unverwüstliches Leder und 3 von den Essenzen. Also heißt, ich brauche 10 Stück, 10 davon. Dann brauchen wir Essenzen, hoffen wir, sind die drin. Ich habe sogar selber welche drin. Also 30 Stück brauche ich davon. Die kosten 1 Gold, das ist absolut günstig, zum Glück. Überlegt mal, ne? Ich kann die Dinger jetzt bauen, wahrscheinlich für unter 10 Gold 1. Und die sind im Maha halt für über, weit über 100 Gold, ne? 300 irgendwas Gold. Also da hätte es eine Riesengewinnspanne von mehreren 1000%. Also naja. Aber das sind halt so alte Rezepte, ne? Da gucken halt die meisten nicht. Alte Mats, da kann man eventuell auf dem einen oder anderen Server ein bisschen Gold mit auch machen. Wenn man die regelmäßig ins Haar haut. Natürlich hast du da eine Verkaufsrate, die ziemlich niedrig ist, ne? Hier regionaler täglicher Verkauf 0,22. Wobei, besser als nix, ne? Also, gibt deutlich schlechtere Sachen. Gut, jetzt gucken wir mal. Die waren ja beide davon. Also, dann können wir uns das hier auch nochmal craften.
das Ganze ist jetzt nur so günstig, weil ich mir alle Kackmats, wie gesagt, schon selber gefarmt habe, ne? Gut. Das muss ich jetzt auch noch lernen. Seht ihr mal, das wird verkauft für 118.000 Gold, ne? Da wisst ihr, was los ist. So, okay, und jetzt habe ich dieses Item hier noch und jetzt wird es ein bisschen verzwickter und wahrscheinlich auch ein Ticken teurer, weil bis jetzt haben wir nur, wir haben nicht mal 1000 Gold ausgegeben, ne? Gut, diese Teile hier kosten 9 Gold, das ist halt vollkommen im Rahmen, die können wir kaufen. Dann haben wir die goldene Perle, die war, glaube ich, teuer. Naja, die kosten 500 Gold, da brauchen wir 6 Stück, jetzt kommt dann schon ein bisschen mehr zusammen. Dann brauchen wir den Mondstoff und der ist hier für 2000 Gold drin, aber... Ich war ja clever und habe mir hier ein bisschen mehr Mondstoff, ein bisschen mehr Teufelstoff gefarmt. Und zwar kann ich nämlich mit 2 Teufelstoff Dings umwandeln in einen Mondstoff. Das ist ganz praktisch. Das machen wir jetzt auch, deswegen bin ich hier in Darnassus, weil da kann ich im Mondbrunnen das quasi umwandeln. Und dann brauchen wir sonst nur noch, glaube ich, so einen Geisterpilztrank. Da muss ich nochmal gucken, wo der jetzt genau war. Genau, das haben wir dann, das haben wir dann, das haben wir dann. Genau, und dann haben wir hier noch Geisterfarbstoff. Das kann ein Alchi herstellen. Und ich habe schon geguckt, mit meinem Alchi kann ich das herstellen, weil im Auktionshaus, seht ihr, minimaler Sofortkaufspreis sind halt 11.000 Gold. Ja? Bedeutet, ja, das wären halt über 100.000 alleine für das Zeug hier. Du brauchst aber lediglich... eine Fiole, ne? Dann noch irgend so einen Farbstoff, den du beim Händler kaufen kannst mit dem Alchi, also was weniger Silber kostet. Und du brauchst 2 Geisterpilze. Die Geisterpilze sind halt auch nicht im Auktionshaus, blöderweise. Das waren 2 drin, die habe ich mit meinem Ding schon rausgekauft, mit meinem Twink. Und jetzt musste ich mir den Rest wieder selber zusammenfarmen, dass wir das Teil herstellen können. Und ich würde sagen, ich farme jetzt mit meinem Twink nochmal ein paar Pilze und dann gucken wir mal, dass wir das craften können. Wir haben jetzt insgesamt ausgegeben 4000 Gold, also wirklich nichts tatsächlich. Gut, ich habe jetzt mal noch ein bisschen was gefarmt gehabt. Und zwar seht ihr, hier haben wir ein paar Pilze bzw. so kleine Stummel vom Hexer, die er mir auch noch rübergeschickt. Da hatte ich nämlich auch nochmal ein paar gekauft. Ich brauche nämlich overall 20 Stück, ne, von den Teilen. Und da gab es so eine Höhle in Ogoro, da sind die halbwegs gut gedroppt, aber nachdem ich ein paar aufgemacht hatte, sind die relativ schnell gespawnt, ne? Und ab so 1-2 Minuten kamen dann keine mehr. Und jetzt habe ich 18 und noch ein paar Stummel rumliegen. Jetzt könnte ich mir hier die Dinger alle kaufen. Ich brauche, wie viel brauche ich denn? 6 Stück. Das kostet mich 200 Gold. Und hier den einen vollen, nochmal 600, das ist ehrlich gesagt ein bisschen überteuert, aber ich will jetzt nicht warten, bis der Respawn wieder in der Höhle ist. Jetzt habe ich genau 20 zusammen und jetzt kann ich da einmal Dings machen, hier bei dem, bei dem hier kann ich noch den Farbstoff kaufen, den ich brauche. Nehme ich jetzt einmal hier, Geisterfarbstoff, genau, dann brauchen wir nämlich hier diesen... lila Farbstoff und zwar insgesamt 10 Stück und damit kann ich das zusammencraften. Hier habe ich jetzt auch nochmal Ausgaben, 800 Gold. Ich habe mit dem Hexer die einen Pilze noch gekauft. Ich weiß jetzt nicht, was das waren, aber da habe ich, glaube ich, auch nochmal 200 Gold pro Pilz gezahlt, aber sagen wir jetzt einfach mal 1000 gehen da jetzt nochmal oben drauf in der Liste. Jetzt sind wir bei 5.000, was immer noch wenig ist, tatsächlich. Und jetzt haben wir dieses Zeug, jetzt können wir das rüberschicken auf meinen Main. Und was wir auch noch mitschicken können, ist hier die Uhr Macht. Ne? Da kostet ja 1.10.000. Und was ich mit dem hier eh jeden Tag mache, ist, dass ich, ihr seht es hier oben, habe ich mir das Favorit gesetzt, diese Sachen umwandeln. Ne? Also ich habe am Anfang immer hier die Erde in Wasser und dann Wasser in Luft und dann Luft wiederum in Feuer und so. Und dann habe ich mir jetzt auch ein bisschen Uhr Macht aus den ganzen Dingern zusammengecraftet. Hat mich fast nichts gekostet, weil die Erde kostet halt nur 40, 50, ne, Gold. Und die anderen Sachen, seht ihr, Uhr Feuer ist halt deutlich teurer. Also da habe ich auf jeden Fall mein Gold ver-X-facht. Und ja, die Uhr Macht brauche ich eh mit dem Main, das können wir auch nochmal rüberschicken. Ich hatte zwar hier ein paar Ausgaben am Anfang, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel ich da rausgehauen hatte. Gut, schicken wir das alles rüber. So, dala, dann sind wir wieder auf meinem Hexer. Dann würde ich mal sagen, müssten wir jetzt eigentlich alle Mats zusammen haben. Für dieses ein letzte Teil, was ich da noch craften kann. Wo ist es? Hier haben wir es. Die Handschuhe. Und dann haben wir eigentlich alle Classic-Sachen fertig. Okay.
148k wäre das hier eigentlich. Lernen wir das. Und jetzt können wir mal durchgucken. Hier in Classic habe ich jetzt eigentlich alles einmal gecraftet, bis auf ein einziges Teil. Und seht ihr, das ist aber beim Aufheben gebunden und das ist Klasse Priester. Jetzt muss ich mir irgendwo einen Priester schnappen, dem quasi Schneider auf 300 oder 270 war es, glaube ich, 75, irgendwie sowas, Skill hochholen, dann das Rezept hier besorgen. Das hat es, glaube ich, in Stratholm beim Endboss gegeben zu 10%. Nur um dieses eine T-Mog-Teil zu bekommen. Also das wird ein bisschen ätzender tatsächlich. Das werden wir die Tage vielleicht mal angehen. Aber sonst, seht ihr, sieht es hier sehr, sehr gut aus. Also Classic ist komplett durch. Und ja, in Scherbenwelt sind es halt noch einige Sachen, ne? Also zum Beispiel in Nordend habe ich auch komplett durch, seht ihr. Da habe ich auch schon alles T-Mog gecraftet. Da passt das. Cutter ist, glaube ich, auch komplett durch. Ja, das habe ich auch schon alles. Pandaria ist auch, glaube ich, alles durch. Yep. Raenor habe ich, glaube ich, ja gut, Raenor ist halt so gut wie nichts, ne? Verheerte Küste, da fehlt ein Teil, das ist dieses Legendary-Ding, da muss ich halt diese Legendary-Mats besorgen. Und Kultiras, da muss ich halt in den Raid rein und so bestimmte Materialien besorgen, ne? Oder in die Dungeons, also das wird dann noch ein bisschen verzwickter. Und Shadowlands ist auch durch, aber die meisten Sachen, die ich jetzt direkt noch craften kann, die Gold kosten, sind halt in, hier Dingsbums, ne, in der Scherbenwelt. Und da habe ich jetzt mir ein paar Uhr Macht drüber geschickt mit meinem Magier, die ich ja vorhin, oder halt über die Tage gecraftet habe. Und da können wir uns jetzt hier ein bisschen diesen Netherstoff holen. Da haben wir 12 Stück, dann kann ich mir zumindest einen Kopf schon mal bauen. Und dann muss ich jetzt halt so nach und nach noch ein bisschen was zusammenholen. Steht da mit seinem Dino da so ein bisschen komisch dran. So, also holen wir uns das noch. Kostet auch nochmal ein Tausender, was jetzt nicht so wild ist. So, haben wir hier nochmal einen Kopf. Ja, genau. 400k ist der hier im Auktionshaus. Wahrscheinlich gut, dass ich die Macht mir selber bauen kann, ne? So, haben wir die Kapuze. Und jetzt kann ich mal noch gucken, was hier vielleicht noch gehen würde. Urmondstoff. Ich bin ja jetzt auch gerade hier wieder beim Mondbrunnen. Eventuell kann ich mir hier noch ein bisschen Stoff bauen. Mal gucken, 400 Gold, 500. Das wird eigentlich gehen, oder? Uns eigentlich... Was kostet denn der Stoff, wenn wir den direkt kaufen? Ja, das kostet schon ein bisschen mehr. Warte mal. Ich glaube, ich craft mir noch ein bisschen Stoff. Was bräuchte ich denn da? Ah, gut, da brauche ich auch wieder um Macht. Würde gehen. Das würde auch gehen. Das sieht eher schlecht aus. Aber wie viel brauche ich denn da? Also hier würde ich 10 brauchen. 30. 38. 48 insgesamt, ne? Aber ich habe ja 6 schon. Also 42. Jetzt schauen wir mal, ob genug Mats drin sind. Leben sind 300 drin. Das passt. Aha, hier wird es dann halt schon eng. Ja gut, die kann ich mir raufkaufen, die 23 Uhr Wasser. Weil, na gut, die anderen sind halt für 1000 drin, ne? Das, ja, könnte man auch noch machen. Aber jetzt kaufen wir erstmal die günstigen raus. Und Urleben kaufe ich jetzt mal 500, das geht. Kaufen wir mal 40 raus, da brauche ich ja dann eh ein bisschen mehr. Können wir da schon mal ein paar mehr kaufen. Also bis 1000 Gold, diese Urgeschichten, ne? Ist okayisch. Alles drüber finde ich ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. So, jetzt kaufen wir uns hier auch nochmal 50. Da werden wir auch nochmal ein paar mehr brauchen. So, und ihr merkt schon hier bei den Burning Crusade Sachen, da wird's ein bisschen teurer tatsächlich. Dann können wir... Achso, ich muss zum Mondbrunnen, ja richtig. Was haben wir denn jetzt hier wieder rausgehauen? Na, 39k, seht ihr, da kommt dann ein bisschen was zusammen. Dann können wir vielleicht hier noch ein, zwei Teile craften. Also das mit dem Uhr Macht sieht schlecht aus. Das hier kann ich mir, denke ich mal, auf jeden Fall bauen. Das sieht gut aus. Dann... Das hier brauche ich diese Seide. Die kann ich mir bestimmt auch holen. Und das ist auch wieder mit Urmacht, ne? Also dann werden wir uns vielleicht die beiden Teile bauen. So viel müsste ich ja hoffentlich zusammenkriegen. Dann kann ich bei den anderen ja nochmal gucken, was da noch so geht. Ich habe mir diesen anderen, diesen Feuerstoff, nenne ich ihn jetzt einfach mal, Zauberstoff, so rum heißt er. Da habe ich mir ja schon einiges hergestellt. Da fehlt dann bloß hier zum Beispiel der Schattenstoff. Jetzt muss ich mal gucken. Hier brauchte ich auch Urmacht.
Ja, gut, da brauche ich diesen Schattenstoff. Da bräuchte ich Urfeuer. Da könnten wir jetzt mal Maha gucken, ob da vielleicht noch was drin ist. Aber jetzt tun wir erstmal die anderen Dinger noch craften. Was denn? Also 23 Stück habe ich jetzt, ne? Das reicht nicht für beides. Doch, es reicht für beides, weil das andere habe ich noch auf der Bank. Perfekt. Perfekt. Dann kriegen wir nämlich da wieder zwei weg. Von den Teilen. Das ist halt alles, was so ein bisschen weniger dann im Auktionshaus auftaucht, ne? Wo ich dann immer wieder über x Sachen drüber gucken muss. Und ich habe auch vor, die Inji-Sachen mir bald mal noch zu holen. Gut, das haben wir. Und dann bräuchten wir hier jetzt noch diese Nether-Seide. Kann ich gleich ein paar mehr kaufen? Denn, achso, schau, ich habe die sogar selber im Auktionshaus. Interessant. Ich weiß gar nicht, wo ich... Ah, stimmt, weil ich hier ein bisschen unterwegs war in Dungeons, ne? Da habe ich die wahrscheinlich rausgekriegt. So, dann bauen wir die Schultern noch. Können wir auch gleich lernen. Dann wollten wir ja wegen dem anderen Stoff noch gucken, ne? Also... Hier, von dem habe ich ja einiges. Ja gut, der Schattenstoff ist halt schon teuer, ne? Macht kann ich auch knicken. Das hier wäre eine Option, ne? Das wäre tatsächlich eine Option. Mal gucken, ob wir ein bisschen Urfeuer günstig kriegen. Ich schätze ehrlich gesagt nicht. Ja, aber vielleicht Feuerpartikel? Mal schauen. Partikel. Ist auch nicht günstiger, ne? Scheiß drauf. 17. Sonst kosten die halt immer 3000. Jetzt habe ich sie für 1500 gekriegt. Zumindest die Hälfte. Urfeuer ist halt mit Abstand das teuerste. Da brauchst du 16 Stück für. Okay. Naja, zumindest das noch einmal. Schon mal, das ist bei 200k. Absurd. Absurd sind die Preise. Gut. Dann haben wir da nochmal ein bisschen was gekriegt. Das Problem ist nämlich, dieser andere Stoff, ne, dieser Schattenstoff, da brauchst du halt auch wieder Urfeuer für. Auch Urschatten, aber Urschatten ist ziemlich günstig tatsächlich. Also das ist nicht das Problem. Ich bin fast am Überlegen, weil das so günstig ist, dass ich mir da ein bisschen was kaufe gleich mal. Jetzt schaue ich mal, wie viel Schattenstoff ich overall brauche. 12, 22, 32, 36, 46, ne? Könnte ich mir doch gleich mal, wenn der schon so günstig ist, 46 von dem Urschatten kaufen. Dann habe ich die nämlich schon mal. Wenn es schon günstig geht, dann kann ich es mir gleich mal holen. Na gut, das andere kostet Urfeuer. Und hier bräuchte ich noch Urluft. Das muss ich mal... Okay, das brauche ich nur bei dem einen Item. Jetzt schauen wir mal, wie viel Urluft kostet, wenn es gerade günstig ist. Nein. Okay, das kaufen wir uns nicht. 4000 für ein Urluft. Dann nehmen wir das auch noch mit raus und packen das mal auf die Bank. Wenn ich dann mal wieder ein günstiges Urfeuer habe, dann kann ich das mit dem eventuell nehmen und gleich umwandeln. Da muss ich, glaube ich, in ein Schattenmontal oder so, um das umzuwandeln. Also das können wir jetzt noch nicht machen. Halt, das muss auch auf die Bank. Gut, was haben wir denn jetzt ausgegeben? Das sind jetzt nochmal 73k. Das heißt, 75, 76, 77, 78 sind das nochmal. Dann können wir das hier eintragen, 196. Ja, ist doch mal noch ein bisschen was zusammengekommen, ne, mit dem ganzen Craft-Zeug. Und ja, Classic ist jetzt soweit durch und Burning Crusade kann ich jetzt nochmal kurz gucken, abschließend, wie viele Items da jetzt noch offen sind. Es müssen jetzt auch nicht mehr ganz so viele sein. Halt, sind wir hier richtig? Na, da ist Burning Crusade. Das sind jetzt quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, 13 Items sind es nur, aber ich denke mal, das werden wir die demnächst auch wegkriegen. Ich muss dann immer ein bisschen gucken, wenn, dann farme ich es mir selber oder ich warte halt, bis es ein bisschen günstiger ist, ne? Dieses Urluft, Urfeuer und diese ganze Gedönse. Gut, okay, dann schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen was rausziehen können. Dann kommen wir jetzt zu Tag Nummer 6. Ich habe wieder durchgescannt. Wir sind einmal auf Lothar und hier habe ich ein Platten-Item gefunden aus dem Schloss Nathria. Und hier auf dem Server habe ich zum Glück schon Max-Level-Char. Das können wir uns einmal kaufen für 25.000. Würde ich sagen, können wir auch gleich hier rausnehmen und zu meinem Worry rüberschicken. Und dann habe ich parallel noch auf Antonidas durchgescannt und
Da habe ich jetzt nichts gefunden. Da waren jetzt hier tatsächlich nur Ingi-Sachen drin. Und sonst halt noch teure Geschichten. Und ja, da würde ich sagen, da passe ich erstmal. Heißt, wir haben einmal hier 25k und auf Anto 0. So, ich habe gerade noch was auf Lothar hier vergessen. Und zwar habe ich mir vorher diesen Synchrofaden gebastelt über Schneider. Und dann konnte man sich noch so einen Händler in Nasjata freischalten, wo es ein paar neue oder ja ein paar alte Rezepte gibt, die ursprünglich rausgepatcht worden sind. Und jetzt habe ich doch wieder ein bisschen was im Classic-Bereich. Unter anderem brauche ich nochmal ein bisschen mehr Teufelsstoff. Ihr seht, hier brauchen wir einmal 20 Teufelsstoff und ein bisschen Essenz des Untotes. Und ich würde sagen, da kaufen wir uns jetzt das aus dem Maha raus. Jetzt sind nämlich wieder ein bisschen was drin. Hier einmal für jeweils 200 Gold. Ich habe die letztens gefarmt. Ich weiß, wie lange das dauert. Für den Betrag können wir das eigentlich mal kaufen. Heißt, hier nochmal 5000. Und dann haben wir noch ein bisschen Essenz des Untotes. Gut, das kostet fast gar nichts. Das sind auch nochmal knappe 600 Gold. Dann sind wir knapp bei 6k nochmal zusätzlich. Und hier, beziehungsweise warte mal, die Runen-Dinger, die brauchen wir auch noch 12 und da brauchen wir 16, also 28 brauchen wir da noch. Dann brauchen wir hier noch die Essenzen, da brauchen wir auch nochmal 12. Dann brauchen wir das Wasserzeug, okay, das ist leider ein bisschen teuer, da brauchen wir auch nochmal 12. Dann brauchen wir die großen glänzenden Splitter. Die sind zum Glück günstig, da brauchen wir 6 Stück. Den Faden kann ich mir selber kaufen und das hier muss ich wahrscheinlich wieder herstellen. Da muss ich wahrscheinlich wieder selber die Geisterpilze farmen. Geisterpilz, ja gut, die sind dann doch ein wenig teuer. Die werde ich mir wahrscheinlich dann selber farmen. Oder was wäre das? Ich bräuchte dann 20.000. Ah, weißt du was? Scheiß drauf. Wir kaufen uns die Pilze. Dann muss ich das Zeug nicht farmen, ne? Ich habe das letztens gemacht. Ich habe leider keinen Max-Level Kräuterkundler und dann dauert es ewig, die zu holen, weil dann kriegst du nicht die Pilze, wenn du das Zeug aufmachst, sondern nur so kleine Stiele oder so raus und die musst du dann zusammenfügen. Und das ist eine nervige Angelegenheit. Gut, jetzt kann ich das eine Teil hier zumindest schon mal craften. Haben wir. Und dann wandle ich die Pilze mit meinem Mage mal noch um, würde ich sagen. Und dann muss ich aber auch noch ein bisschen mehr brauchen wir von dem Teufelsstoff. Und zwar, wir brauchen hier immer 2 Teufelsstoff und einen Mondstoff herzustellen. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht ist ja sogar noch ein Mondstoff günstig drin. Dann könnten wir das vielleicht heute sogar noch bauen. 1700 kostet da ein Mondstoff. Nee, das ist dann tatsächlich doch ein bisschen zu teuer. Die würde ich dann halt noch die Tage farmen oder warten, bis was drin ist. So, jetzt schauen wir mal, was wir dafür ausgegeben haben. Jetzt sind wir hier bei 44k. Tragen wir das einmal hier ein. Ist doch ein bisschen mehr geworden. Dann kann ich die Teile vielleicht noch bauen. Sudala, ich bin jetzt nochmal auf Blackmore weiter geswappt und hier habe ich ein bisschen durchgeguckt. Wir haben jetzt hier noch ein Item gefunden und zwar hier mal einen Plattenteil für knappe 30k. Und das ist einmal aus dem Smokgrün Albtraum, mythisch. Das würde ich sagen, kaufen wir uns einmal. Die anderen Sachen sind irgendwie alles Craft-Zeug oder Ingi-Gedöns, also das ist alles leider nicht von Interesse. Beziehungsweise auch noch ein paar Max-Level-Sachen, aber hier habe ich leider auch keine Max-Level-Chars. Das können wir gleich lernen mit dem hier. Und das einmal eintragen. Black Hand 30. Ich habe vorhin auch schon auf Ekwin und auf Erida nochmal gescannt, aber da war halt gar nichts drin, was ein bisschen schade ist. Gut, dann kommen wir zu den letzten beiden Servern und zwar einmal hier auf Blackmore. Da habe ich gesehen, dass hier noch ein Platten-Item drin ist. Das ist ein Zonendrop aus Hügel der Klingenhauer für 30k. Das werden wir uns einmal kaufen und das können wir dann auch gleich weiterschicken zu meinem Plattenchar. Wie habe ich den genannt? Tela Platte, glaube ich. Tela Platte, genau. Da einmal hinschicken. Und dann das andere, was wir hier noch hatten, war noch auf Shrull und da habe ich auch noch was gefunden und das ist einmal hier ein Item aus den Inselexpeditionen hier für knappe 10k. Das werden wir uns auch noch kaufen und das kann ich tatsächlich gleich mit dem hier lernen. Dann tragen wir das noch in die Tabelle ein. Also auf Shrull hatten wir 10k
und auf Blackmon nochmal 30. Dann sind wir für heute auf 114. Halt, 114. Und damit jetzt auf 818. Dann kommen wir als nächstes zu Tag Nummer 7. Ich bin jetzt hier einmal auf Blackmore und habe auch schon durchgescannt. Hier habe ich schon mal was Nettes gefunden, und zwar aus Uldir Mythic ein Stoff-Item für 10k. Und dann ist hier sonst nichts mehr Tolles dabei. Ich hätte hier noch ein Item aus dem aktuellen Raid, aber das ist leider für Stufe 60. Das können wir uns hier auf Blackmore nicht holen. Und ich habe dann aber noch parallel durchgescannt hier auf Anto. Beziehungsweise jetzt tragen wir vielleicht erstmal das eine Item ein, was ich mir gekauft habe. 10k, dass wir nicht durcheinander kommen. Also hier auf Blackmore. Und dann habe ich hier, glaube ich, mehrere Items gefunden auf Antonidas. Halt, jetzt sind wir wieder auf Blackmore. Hier. Hier haben wir einmal ein Item aus Antorus, aus dem LFR, für 25k. Das ist auch ein Stoff-Item. Das würde ich mir sagen, kaufen wir mal. Und dann war hier, glaube ich, noch irgendwas drin. Genau, hier für 12.000 aus der Schwarzfelsgießerei. Das können wir uns auch holen. Ah gut, knappe 13.000. Und sonst gucken wir mal durch, ob noch irgendwas anderes drin ist. Das ist alles Ingi-Stuff. Ich bin am Überlegen, ob ich dieses Schneider-Item hole. Da brauche ich nämlich wieder einen Haufen Urfeuer. Und auf Lothar ist das Urfeuer ziemlich teuer. Ich glaube, ich kaufe mir das für hier 25k. Dann muss ich ein bisschen weniger Urfeuer farmen. Ne? Dann spare ich mir da ein bisschen was. Ich würde sagen, dabei lassen wir es dann bewenden. Das waren dann 63.000 Gold, diese drei Items. Die können wir hier schon mal rausholen. Eins kann ich direkt lernen. Und die anderen, die schicken wir dann einmal auf meinem Stoffchar. Moment, da müssen wir einmal swappen. Also das geht dann zu dem Hexer. Der kann die beiden lernen. Und dann tragen wir die 63k noch ein, hätte ich gesagt. Das war hier Antonidas. So, ich habe die nächsten zwei Server gescannt. Hier einmal Egwin. Da ist jetzt aber ehrlich gesagt nichts Tolles drin. Und dann hatte ich hier noch Eridar gescannt. Und dort hatte ich mir hier einmal die Hosen gekauft für 15.000 Gold. Gleich schon mal auf den Warrior rüber gelockt. Lernen wir die einmal. Sonst war da leider nichts Tolles drin. Tragen wir das hier mal ein. Also Egwin 15k. Egwin war 0. Und das andere war Eridar mit 15k für die Hose. Dann sind wir jetzt bei 88. Und dann schauen wir mal auf die anderen drei Server noch. So, dann bin ich auf dem nächsten Server unterwegs. Und zwar sind wir hier einmal auf Blackhand. Und auf Lothar habe ich auch schon gescannt. Und das Einzige, was ich hier auf Blackhand großartig gefunden habe, sind drei Items, die ein Schneider herstellen kann. Und da habe ich mir mal so ein bisschen einen Vergleich geholt. Auf Lothar habe ich ja meinen Schneider und da kann ich das so ein bisschen herstellen, das Zeug. Und ja, diese Kapuze des Weißen Heilers, Hose des Weißen Heilers, das braucht alles einmal hier Urmacht. Und die Urmacht ist relativ teuer, da braucht man alle verschiedene Urgeschichten aus BC. Und deswegen denke ich mir, ich kaufe mir die lieber auf dem anderen Server, weil wenn ich hier die Mats aus Mahar kaufe, bin ich teurer. Ich habe zwar jetzt auch schon ein paar Mats hier gefarmt, ich brauche ja einiges an Urfeuer. Deswegen bin ich an Kil'jaedens Thron hier in der Höllenfeuer-Halbinsel so rum. Und da habe ich jetzt insgesamt schon die letzten Tage 45 Uhr vorher gefarmt, denn hier auf dem Server kostet es immer 3000 Gold und das ist ein bisschen teuer. Aber ich würde sagen, die drei Teile kaufen wir uns mal raus. Einmal die Robe, die Hose und hier die Kapuze. Und ja, dann würde ich sagen, schicken wir die mal zu einem Stoffchar rüber. Und dann gucke ich mal, dass ich noch ein bisschen was farme an Urfeuer. Dann kann ich mir vielleicht nochmal einen guten Teil von dem anderen Stuff craften. Also, das schicken wir jetzt hier schon mal rüber. Dann haben wir hier nochmal weg 80k. Und dann, warte mal, das tragen wir jetzt erstmal in die Liste mit ein. Also, das war jetzt Blackhand mit 80k. Und dann würde ich sagen, schaue ich mal auf Lothar noch durch. Hier war ja nichts Günstiges drin, ihr seht. Also hier die Items, sind Ingi-Items und dann wird schon hier über 30k drüber gehen. Jetzt werde ich die Sachen mal lernen und dann noch ein bisschen Feuer farmen und vielleicht kann ich mir dann noch ein bisschen was anderes herstellen. Dann kaufen wir uns da noch das ein oder andere im Auktionshaus. Dann habe ich jetzt hier noch einmal durchgescannt und zwar sind wir jetzt auf Trull. Und ja, hier haben wir einfach mal gar nichts drin. Nebenbei habe ich noch ein bisschen Urfeuer gefarmt. Jetzt habe ich hier nochmal 10 Stück, beziehungsweise 41 auf der Bank. Da können wir dann das Zeug hier einmal umwandeln.
Und zwar habe ich da so einen Schattenstoff. Schattenstoff, wo haben wir es denn? Hier. Dafür brauche ich jetzt aber noch ein paar andere Materialien. Und zwar einmal brauche ich diesen magieerfüllten Netherstoff. Den können wir hier kaufen. Ich kaufe jetzt mal hier nochmal 100, weil da brauche ich eh noch ein bisschen mehr von. Und dann brauche ich noch ein paar andere Sachen. Und zwar, jetzt gucken wir einmal durch. Ich glaube, ein bisschen Urwasser brauche ich auch noch und Urleben. Urmacht war ein bisschen teuer. Genau, also das will ich jetzt einmal craften. Dann, genau, hier, das brauchen wir. Einmal Nether-Vortex, die sind relativ günstig. Da brauchen wir 2 Stück von. Dann brauchen wir hier Urleben. Die gehen eigentlich auch 1. Urwasser, ja, okay. Da sind einfach mal keine drin. Aber vielleicht haben wir Wasserpartikel drin. Warte mal, dann kaufe ich die beiden raus. Und schau mal, ob wir Wasserpartikel kriegen. Partikel, wo haben wir sie denn? Wasser. Ja gut, da sind 19 Stück drin. Okay, also dann wird das mit dem Teil wohl auch nix. Schade. Was brauche ich sonst noch? Das Zeug können wir uns noch holen. Sonnenpartikel, da kaufen wir mal noch 6 Stück. Dann kann ich jetzt mal gucken, dass wir hier anfangen, ein bisschen was zu craften. Na gut, Urluft wird ein bisschen teuer sein, ja. Schauen wir mal, Luftpartikel, ob die drin sind. Ja, die sind auch relativ teuer, ne? 7 Uhr Luft würde ich da kriegen, aber das sind leider nicht genug. Wobei, naja, auf meinem Magier hätte ich noch ein paar rumliegen. Das wäre vielleicht eine Idee, dass ich die rüber schicke, da noch ein paar kaufe. Dann würde ich ja hier plus 2 brauchen. Aber ich brauche noch ein paar Luft, paar Uhr Luft auf Magier zum Umwandeln. Dann kaufe ich jetzt mal die hier raus. Und machen wir nur die ganzen. Also 7. Rausgehauen, 23k. Und dann habe ich, glaube ich, soweit alles, ne? Ja. Jetzt holen wir mal hier den Postkasten einmal. Holen das mal raus und dann wandle ich erstmal den ganzen Schattenstoff um. Und dann schauen wir mal, was wir uns so alles craften können. So, Dala, ein bisschen was habe ich jetzt schon mal umgewandelt. Ich glaube, 3 Sachen können wir uns schon mal bauen. Einmal hier diese Sonnenfeuerrobe. Die stellen wir uns mal her. Dann, was haben wir hier? Gürtel der Zerstörung. Das kostet halt nochmal 16 Uhr Feuer. Das können wir uns auch mal bauen. Dann gleich mal lernen. Naja gut, 200k kostet es hier auf dem Server. Absolut überteuert. Und dann kann ich noch diese Handschuhe bauen. Die wären auch relativ teuer gewesen. So, jetzt haben wir noch was mit Schattenstoff. Wäre jetzt hier das eine. Aber da brauche ich dann auch nochmal quasi Zauberstoff. Nur da habe ich leider auch keinen mehr. Und beides braucht Feuer. Sprich, ich muss nochmal mehr Feuer farmen. Und hier brauche ich dann halt auch nochmal Schattenstoff. Und ein bisschen Urluft. Jetzt gucken wir bloß durch, was ich overall noch brauche. Wie viele Teile das sind. Hier brauche ich Urmacht und Zauberstoff. Also beides mal Urfeuer. Dann hier brauche ich ein paar Urwasser. Das dürfte relativ gut gehen. Da muss ich mal gucken, wenn die Tage nochmal welche mal Haar sind, kaufen wir die noch zusammen. Beziehungsweise vielleicht farme ich mir auch was. Dann haben wir hier nochmal Urmacht. Urmacht und Zauberstoff. Gut, dann haben wir noch Urmacht und, Zauberstoff und Schattenstoff. Und das ist das mit dem Urluft und Ding, ja gut. Also langsam wird es weniger, das sind jetzt noch eine Handvoll Sachen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ja gut, ich denke mal, das werden wir demnächst noch zusammenkriegen. Dann waren das jetzt nochmal knappe 24k, die können wir auch nochmal eintragen. Dann haben wir hier nochmal 24k, damit sind wir bei 192, Tag 7. Und ich würde sagen, damit belassen wir es auch für dieses kleine Video. Wir haben nämlich jetzt overall wieder über 1 Million quasi rausgehauen. 1.010.000 Gold. Und ja, damit sind wir am Ende. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen was günstiger zusammenkriegen können. Lasst mich es gerne wissen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Waste of Money Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.